Liebes Wetter, wenn du mal wieder vorhast, den Winter mal so für eine Woche zu schicken, ja, erst viel Schnee schicken. Ja, ja, neue Blüten. Alle patschig hier wohnen, ja. Draußen eher so Sachen vorziehen und sowas. Das, was wir nicht machen konnten, als uns die Erde eingefroren ist. Ja, und ansonsten, ich bin momentan alleine, weil gestern Abend ist Diana zu unseren Freunden zum Segelunterricht, ist alleine gegangen. Nee, Hintergrund war einfach, ich hatte noch so viel zu tun. Da war halt ein Projekt mit einer, ja, einem versauten Zeitlauf, ist fällig geworden und das habe ich gestern noch fällig gemacht und deswegen habe ich bis, glaube ich, fast halb zehn, ich glaube ja, halb zehn, gearbeitet und die Anna ist aber schon um sechs, glaube ich, oder um fünf nach Tegel gefahren. Naja, und weil sie halt so lange gemacht haben, ist halt kein Bus mehr zurückgefahren und deswegen hat sie bei unseren Freunden übernachtet und hat aber gesagt, sie kommt heute Morgen und bringt die Brötchen mit. Es ist schon zehn. Sie könnt jetzt mal kommen mit den Brötchen, ne? Samstagmorgen und schon Arbeit. Und ich habe doch gehört, wie Schnuffel gerade nach Hause gekommen ist. Schnuffel! Die Schnuffel ist wieder da, die Schnuffel ist wieder da. Und hat sogar von dem leckeren Essen, was sie gestern mitgenommen hat, hat sie noch ein bisschen was mitgebracht wieder. Das war ein Süßkartoffelauflauf. Und weil ich ja bis um halb zehn gearbeitet habe, bin ich ja nicht mitgekommen. Und weil Schnuffel alles aufgegessen hat. Du hast ja nicht mal Brot gegessen. Hast du Pizza bestellt? Nee. Was hast du denn gemacht? Na, die letzten vier Scheiben Brot von da gegessen. Ach so. Und trotz, dass wir nicht zusammen hier geschlafen haben, gibt's Frühstück im Bett. Frühstück im Bett. Jetzt ist unsere Zaubernuss voll aufgeblüht. Liegt zwar kein Schnee mehr, aber trotzdem sieht die schön aus. Die in gelben Blüten. Ja, und Schnuffel repariert gerade wieder das Gestänge oder Gestell um unsere Heidelbeere. Das ist halt nicht dafür gedacht, dass sich da dicke, schwere Vögel draufsetzen. Wir haben Alienblumen in unserem Garten. Ja, die hat auch so, guck mal, was die für eine Färbung hat. Ich meine, sieht ja hübsch aus, aber wo kommt denn die her? Und was bist du? Mean Bad Mother from Outer Space ist das. Übrigens, das sind dann die 2012er Schneeglöckchen. Na, unsere Scheinbeere scheint ja auch ganz gut zu halten. Ansonsten hat diese kalte Woche doch ein bisschen Schaden gemacht, ne? Das war eigentlich grün. Ja, das ist also die Christrose und der sieht nicht so gut aus. Lavendelheide ist im Eimer. Man nennt es Alibi-Spaziergang. Also wir tun so, als würden wir Flaschen wegbringen. Aber eigentlich will ja Schnuffel nur... Was ist denn? Katzenscheiße. Naja, oder irgendwas anderes, was da reingeschissen ist. Ja. Eigentlich will sie ja nur spazieren gehen. Und hat sich dafür im Mörderwetter ausgesucht. Yeah, make some noise! Da hat das Schnuffel sich ja was überlegt. Das sieht aber so voll lecker aus, ich will das unbedingt ausprobieren. Ja. Und die sagt, es ist einfach. Chicken Pot Pie. Also Napfkuchen mit Hähnchen. Ja, ist so. Ah. Insgesamt dauert es quasi 4,5 Stunden, aber auch nur, weil da viel Wartezeit dabei ist. So, los geht's. Und zwar machen wir es diesmal in einzelnen Teilen. Und zwar fangen wir erstmal an mit dem Teig, weil der muss nämlich 2 Stunden lang im Kühlschrank nämlich drin sein. Und dazu brauchen wir eins einfach. Mehl, Salz, ein bisschen Frischkäse, Butter. Mengen stehen wir immer unten drin und ein bisschen kaltes Wasser. Da hat auch noch kaltes Wasser. So, und jetzt macht Schnuffel den Teig. Den muss man nämlich schnell machen, weil das ganze Zeug nämlich nicht warm werden darf. Ach, scheiße. Ja, aber sieht doch schon das langsam aus nach einem Teig. Ach ja. Ja. Na, das soll ja kein glatter Teig werden, sondern so, dass es gerade alles zusammenhält. Macht's aber nicht. Ja, noch nicht. Dann zerbrösel nochmal so, wenn du noch Butterstücke findest. Na, ich denke, soll ich nicht. Die darf nur nicht flüssig werden, die Butter. So, wenn man das halt halbwegs zusammengeknetet hat, bevor die Butter flüssig wird, muss man eine Teigscheibe, steht da, eine dicke Teigscheibe,
in Frischhaltefolie packen. Genau. Und das geht für 2 Stunden im Kühlschrank. Das war's. Ging schnell, ne? Ja. Jo, weiter geht's mit der Füllung. Da haben wir ja jetzt noch 2 Stunden Zeit, die vorzubereiten. Aber da brauchen wir, fangen wir an mit den Gewürzzeugs. Wie immer Pfeffer und Salz. Dann haben wir Majoran, Estragon und Petersilie. Dann eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Egerlinge, sprich braune Champignons, Butter, 3 Paprika, Frühlingszwiebeln tun wir mit dran. Dann brauchen wir ein bisschen Weißwein. Und da sind die Hähnchenfilets drin. Wir werden jetzt aber erstmal die Gemüseteile schneiden. Ich kann euch mal voll was Putziges zeigen. Hier haben wir mächtig geschnibbelt. Geschnibbelt, geschnibbelt, gehackt, geschnibbelt, geschnibbelt. Und das Hähnchenfilet ist schon abgewaschen. Da bringt die Anna jetzt 1 Liter Wasser zum Kochen. Und da wird es pochiert. Und die Brühe, da müssen wir nachher noch 1/4 Liter von aufheben. Alter, das Schnuffel ist unglaublich. Das bringt den Liter Wasser mit dem Wasserkocher zum Kochen. Geht nämlich viel schneller als auf dem Herd. Ey, das ist so ein Brain, das Schnuffel. Ja, bist du? Ja, klar, Schatz. Schnuffel, ist ja richtig, hallo. Hab dich lieb. Was ist denn das hier? Und ab dafür. Und ist schon fertig? Jetzt schon fertig? Jetzt schon fertig? Nee. Richtig, das Geräusch sagt uns fertig pochiert hier. Wir haben es rausgeholt. Von der Brühe heben wir jetzt 1/4 Liter auf für die Bechamelsoße. Ja. So, Schnuffel hat da schon mal die Zwiebeln angedünstet. Mhm. Jetzt kommen die Pilze dazu. Die sollen, glaube ich, goldbraun gebraten werden. Ja, die sollen richtig quasi krossig. Was aber nie funktioniert mit Pilzen. Naja, doch. Hm. Musst du nur lange genug drin lassen. Dann sind sie verschwunden. Doch. Aber wobei, mit Butter geht es, glaube ich, ne? Mit Öl geht es nicht. Mit Öl werden die nur immer kleiner. Habe ich ja gesagt, die fallen zusammen. Aber die Jute, dadurch, dass da das Wasser rauskommt, verbrennen die Zwiebeln und der Knoblauch nicht. Stimmt. Der Burn! Bis denn das Wasser verbrennt weg ist. Ja, deswegen macht man das, wegen der Röstaromen, die wir uns da jetzt holen. Mhm. Alter, als wenn ich kochen könnte. Genau. Hi. Und der Rest. Die Kräuter? Sieht aber schön aus, die Mischung. Mhm. Schöne Farbe, ne? Mhm. So, und dann machen wir den Rest rein. Jetzt müssen wir noch mischen, ja. Schütten wir erstmal die Kräuter dazu. Vegetarier jetzt alle wegschauen. Salz und Pfeffer. Ja. Salz und Pfeffer. Yeah. Ja, nach dem Salz und Pfeffer kann man das erstmal stehen lassen. Weil jetzt kommt nämlich dann die Bechamelsoße. Machen wir mal die Bechamelsoße. Na, da haben wir Mehl, da haben wir unsere Brühe von eben. Dann haben wir Schlagsahne und Milch, die mischen wir zusammen. Jo, und dann halt ein bisschen Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss. So, für die Bechamelsoße haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben nämlich die Milch und Sahne und Brühe schon mal zusammengetan. Mit dem Salz und dem Muskatnuss schon mal da fertig. Schnuffel, mach heiß hier die Butter. Das heißt, sollten wir auch nicht zu heiß machen, weil sonst verbrennt uns das. Solange wir auf die Butter warten. Die haben wir weggegeben, Schatz. Die haben wir ja nicht mehr, die ovalen. Oh, das ist ja blöd, dass wir ja keine Auflaufform mehr haben. Naja, eckige haben wir halt. Naja, nehmen wir halt eine eckige. Ja, müssen wir ja. Ja, weil nämlich unsere ovalen hat Frau Schmidt nämlich weggegeben. Ja, heizen wir den Ofen schon mal vor. Auf 175 Grad. Los, rüber, Schnuffel, schwitzt es an.
Und keine Klumpen wollen wir sehen. Yeah! Langsam, ne? Und rühren. Ja, nach dem Zuschütten muss es 2 Minuten lang kochen und da rühren. Ich mach deinen Krach dabei. Klappe! Sonst Beule, größer wie Kopf. Ohne Klümpchen, Schnüffel hast du schön gemacht. Ja, ohne Klümpchen. Na, Schnüffel kann es nämlich. Mhm. Jetzt müssen wir die Soße in die Füllung reintun. Und da kommen dann noch unsere Frühlingszwiebeln dazu. Kann ich da schon mal drauf tun? Ja, die Soße ist ein bisschen dicker, damit es nachher in der Form nicht pampig wird, weil das soll ja... Flüssig. Damit es nicht flüssig wird. Ja, nicht flüssig, damit man das halt lecker essen kann. Und vor allem, damit die Soße sich unten dann sammelt. Sieht aus wie auf dem Bild, würde ich mal sagen. Na ja, dann ist ja gut. Nur auf dem Bild ist es schon das Fertige. Es ist einfach auf der Folie. Ich kann euch sagen, wenn der kalt ist, dieser Teich, dann lässt er sich mal gar nicht so eben locker mal auseinanderrollen. Aber wenn er weich ist, auch nicht mehr. Passt aber irgendwie. Ja, für das erste Mal. Ja, nee, ist okay für so einen gedeckten. Machst du noch die Dampflöcher? Damit das im Ofen nicht explodiert. Schön einbinden. Scheiß Mücken. Ich hab schon Mücken in der Wohnung. Da. Und da ist er verschwunden für 45 Minuten. Und go. Und da ist das Vlog von heute doch ein Kochvlog geworden und kein Ackerbau- und Viehzucht-Vlog. Ackerbau und Viehzucht? Naja, nicht Viehzucht, aber Ackerbau. Ackerbau machen wir morgen. Dann ziehen wir Sachen vor und überlegen uns, wo wir draußen noch Beete machen. Hey, Selbstversorger. Genau, wir müssen uns auf den Tag X vorbereiten oder was war. Naja, und vor allem, ja, dann, wenn wir unser Zeug anbauen, dann braucht das andere für uns nicht zu machen. Sehr lecker. Ist schon rausgekommen. Ja. Sieht sehr lecker aus. Ganz schön flüssig geworden. Naja, wenn es noch weiter abkühlt, wird es wieder fest. Das ist nicht wie ein Auflauf, dass du das in eins hochheben kannst, Schnüffel. Okay. Nicht mit der Kelle oder so. Naja, erstmal den anderen. Mmh. Chicken Pot Pie. Sehr lecker. Und das wird uns sehr, sehr, sehr lecker schmecken, Schnuffel. Jetzt aber hastig. Also ich muss ja sagen, es ist echt ein Hammer, das Zeug. Und Schnuffel, wie schmeckt es dir? Sehr lecker. Sehr lecker, ne? Also, das ist zwar ein bisschen sehr aufwendig, das so in der Vorbereitung. Also man braucht tatsächlich so die 4 Stunden, die sie da hinschreiben. Aber die lohnen sich. Also, ne? Hier Rezept und so schreibe ich wieder unten in die Videodingskirchen. Und sehr lecker. So, wir essen noch ein bisschen, trinken noch ein bisschen Weinchen, gucken noch ein bisschen DVD. Und deswegen sage ich Tschüss. Tschüss, Schnuffel. Schön vorsichtig. Mmh.